Um die 100 Lokomotiven. Wir haben 85 Steierbahnen in Betrieb genommen. Auch diese Strecke, die 17 Kilometer, haben wir ins Eigentum übernommen und sind seit 85 Tagen mit Schmalspurdampflok unterwegs. Egal was, wenn die miteinander was machen dann. Was? Nein, entweder die oder die, soll ich so viel übertreten. Danke. Auf der Suche nach einer Bieridee für 50 Jahre Ölwerk, nachdem das Vorgängerbier von der Brauerei im Frankenmarkt nicht mehr produziert wurde, war die Frage, was passt zur Eisenbahn? Es sollte ein bisschen was Dunkleres sein, es erinnert ein bisschen ans Schmieröl, es soll gut runterflutschen, damit man vielleicht Lust auf ein zweites hat. Und dann war die Frage, wie nennt man es? Das Vorgängerbier hat Dampfrostbier geheißen, weil es da in Ampelwagen viele Pferde gibt. Irgendwas mit Dampfel und Ampel, wenn ich überlege. Und schon ist dann ein Freund von mir, der eine Werbeagentur in Linz betreibt, auf die Idee gekommen, nennen wir es doch Dampferl. Weil es ist doch in Oberösterreich so ein lieber Begriff für ein kleines Marschall. Das kann man steigern von einem Dampferl zu mehreren. Vielleicht gibt es eine neue Einheit, die wir hier implementieren können. Auf jeden Fall passt es gut zur Dampftraktion, die wir hier hochhalten in Ampelwagen, im Steiertal und auf der Schönbrunn am Dampfschiff.